Ja, wir sind noch lange nicht bei der Kehrtwende angekommen, von der so gerne die Koalition redet. Denn wenn es eine Kehrtwende wäre, dann würden sie mit einer Stimme sprechen. Tun sie aber nicht. Herr Röttgen will zum rot-grünen Ausstieg zurück. Er will die Laufzeitverlängerung zurücknehmen. Herr Kauder hat ihm widersprochen. Die FDP will die Ältesten abschalten, aber um Akzeptanz für neue Atomkraftwerke zu bekommen. Und Herr Lindner will auf keinen Fall auf den rot-grünen Konsens zurück. Und wir sagen, der rot-grüne Konsens, der reicht nicht aus. Wir können schneller aussteigen, wir müssen schneller aussteigen, wenn die richtigen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung tatsächlich getroffen werden. Also wir haben noch viel zu tun, wir haben noch viel Druck auszuüben, wir haben noch viel zu protestieren gegen eine Bundesregierung, die definitiv noch nicht dabei angekommen ist, die Kehrtwende in der Energiepolitik wirklich zu vollziehen. Ja, das ist ein Ausbund an Schäbigkeit und an Zynismus und an Mangel an europäischem Verantwortungsbewusstsein und an europäischer Solidarität. Ich beurteile es besonders schlimm, weil es ja in einem politischen Zusammenhang steht zu den Entwicklungen in Nordafrika. Und ich erlebe genau das Gleiche, was uns die ganzen Jahre als Stabilitätspolitik verkauft worden ist, dass man nämlich sich vor allem darum bemüht, Flüchtlinge nicht nach Europa kommen zu lassen, dass man sich darum bemüht, dieses Europa mehr und mehr zu einer Festung auszubauen, anstatt zu sagen, es ist in unserem Interesse, dass Innovationsblockaden in den nordafrikanischen Ländern überwunden werden, indem wir Stipendien vergeben, Studentinnen zu uns einladen, Menschen hier ausbilden, ihnen Arbeit geben, die sie dann anwenden können, wenn sie zurück in ihre Heimatländer gehen, beim Wiederaufbau oder überhaupt beim Aufbau einer modernen Gesellschaft, wie zum Beispiel in Tunesien oder in Ägypten. Dass man zweitens sagt, ja, die Flüchtlinge, die in Italien ankommen, das sind italienische Flüchtlinge, damit haben wir nichts zu tun. Das widerspricht absolut dem Gedanken der europäischen Solidarität. In Notsituationen muss Europa gerade stehen und muss die Mitgliedsländer unterstützen. Es sind nicht italienische Flüchtlinge, die dort ankommen, sondern es sind europäische Flüchtlinge und mit denen muss sich Europa insgesamt auseinandersetzen. Und dann passiert natürlich Populismus à la Berlusconi, à la CSU, wenn die CSU jetzt verkündet, sie wolle die Außengrenzen sichern, dann mit Verlaub ist es nicht in der Kompetenz eines Bundeslandes. Außengrenzen gehören zum Bund und da kann nicht der bayerische Innenminister hergehen und kann sagen, er führt jetzt mal eben neue Grenzkontrollen ein. Also noch ist Bayern Teil der Bundesrepublik Deutschland und wir werden alles tun, dass es auch Teil der Bundesrepublik Deutschland bleibt. Wir werden auch alles dafür tun, dass die CSU baldmöglichst abgelöst wird. Ja, ich freue mich narrisch über Darmstadt, weil Darmstadt ist jetzt grüne Hauptstadt geworden in Hessen. Wir haben gestern 69,1% eingefahren. Jochen Partsch wird neuer Oberbürgermeister, ein ausgewiesener, großartiger Sozialpolitiker, der offensichtlich das übergroße Vertrauen der Menschen in Darmstadt für sich bekommen hat. Es ist besonders bemerkenswert, weil Darmstadt eine alte SPD-Hochburg ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es nur SPD-Bürgermeister. Und da jetzt einzubrechen in diese Phalanx ist natürlich wirklich richtig gut. Wir haben aber nicht nur in Darmstadt ein super tolles Ergebnis bekommen, sondern wir haben auch in Rheinland-Pfalz, in Schifferstadt es geschafft. Da hat eine grüne Frau die Kerle auf die Matte gelegt. Schifferstadt, die Stadt der Ringer. Unsere Kandidatin hat über 63% bekommen und ist jetzt hauptamtliche Bürgermeisterin von Schifferstadt. Das heißt, wir haben jetzt in Bayern, wir haben in Baden-Württemberg, wir haben in Hessen, wir haben in Rheinland-Pfalz begonnen, die Kommunen zu erobern mit einer guten Politik, die die handlungsfähige Kommune will und die den Menschen in der Kommune vor allem Gemeinwohl beibringt, anstatt Eigennutz, Klientelinteressen zu verfolgen.